Willkommen auf meinem Dauerwaldkanal. Ja, ich brauche mich nicht mehr vorstellen. Ich tue es trotzdem. Mein Name ist Wilhelm Bode und wir blenden alles Weitere unten ein und haben damit Zeit gespart. Ich begrüße Sie heute zu einem ganz besonders schönen Thema. Denn Sie haben ja mitbekommen, der Wald und die natürliche Produktionskraft des Waldes, das schaffen nicht nur die Bäume alleine, sondern sie sind symbiontisch verflochten mit zahllosen anderen Lebewesen. Wir sprechen von Symbiosen, wofür der Wald und die Bäume ein besonders prägnantes Beispiel sind. Und eine besondere Symbiose ist der sogenannte Mutualismus. Das heißt die Verbindung von Individuen ganz unterschiedlicher Arten, sogar unterschiedlicher Lebensformen, etwa zwischen Pflanzen und Tieren. Und die können ganz eng sein, so eng, dass ja nicht nur der Name bereits signalisiert, dass hier eine mutualistische Lebensform vorliegt, die eine bestimmte Aufgabe im Wald übernimmt. Und der Name, den wir uns heute widmen wollen, der ist gewissermaßen Programm. Programm für den Dauerwald, Programm für die naturnahe Waldwirtschaft, Programm ja für eine ganze Baumart, die zu erhalten gerade jetzt im Klimawandel von entscheidender Bedeutung ist. Wir wollen uns unterhalten über den Eichelhäher. Ich zeige Ihnen hier einen Eichelhäher, wie er gerade die wichtigste Aufgabe übernimmt, für die er da ist im Wald. Er pflanzt Eichen. Und das kann er mit einer unglaublichen Intensität. Er ist nämlich als Vogel, der symbiontisch mit den Eichen verwandt ist, auch in seiner Verbreitung mit den Eichen identisch. Wenn wir uns die Weltkarte anschauen, dann sehen wir, dass der Eichelhäher fast identisch ist mit der Verbreitung der Eichen auf der Welt. Und das ist natürlich nicht nur ein Fingerzeig, sondern es ist Programm, wenn wir unseren Wald wieder naturnäher aufbauen wollen. Denn ohne Eichen geht das nicht. Und gerade bei uns, wir haben ja mehrere Eichenarten. Die beiden hauptwaldbildenden Eichenbäume sind die Stieleiche und die Traubeneiche. Und die Stieleiche, die in den Niederungen bis etwa 400 Meter Meereshöhe von Natur aus vorkommt, und die Traubeneiche in den etwas höheren Lagen, die haben auch unterschiedliche ökologische Ansprüche. Und natürlich, bei der Sommertrockenheit, die wir zu erwarten haben, und dem sinkenden Grundwasserspiegel, den wir haben, wird die Stieleiche eher weniger bedeutend sein in Zukunft als die Traubeneiche, die auf so manchen Standorten, wo früher von Natur aus die Stieleiche wuchs, in Zukunft die Traubeneiche wachsen wird. Und die kostenlose Hilfe dabei, die bietet uns der Eichelhäher. Ich zeige Ihnen jetzt nachfolgend eine Reihe von Videos, die mir ein befreundeter Zuschauer meines Videokanals aus Jena zur Verfügung gestellt hat. Sie sind gewissermaßen Teilnehmer einer Uraufführung dieser Videos, die Dr. Sigi Klaus im Wald gedreht hat. Es sind Videos, die sind schwer zu drehen. Denn der Eichelhäher gehört zu den Krähenvögeln und früher sagten die Bauern, das ist dann gewissermaßen Programm aller Krähenvögel, Krähenvögel haben auf jeder Schwingenfeder ein Auge, der Eichelhäher auch. Der Eichelhäher ist, wir nennen ihn ja auch, die Warnpolizei des Waldes, denn sobald irgendwo ein Raubtier seine Fährte zieht oder irgendein Jäger heimlich durchs Unterholz schleicht, der Eichelhäher hat ihn als Erster erkannt und teilt ihn allen anderen Waldbewohnern mit seinen Warnschreien mit, dass da eine Gefahr kommt. Und dazu ist der Eichelhäher hervorragend ausgestattet von der Natur, mit einem ausgesprochen scharfen Krähenvogelauge, und er ist wachsam bei all seinen Tätigkeiten. Auch wenn wir hier zum Beispiel einen Eichelhäher zeigen, wie er im Winter eine Eichel aus seinem Versteck geholt hat, dann sieht man förmlich, wie er auch nach hinten schaut und gewissermaßen beim Verzehren der Eichel
die Umwelt ganz genau im Auge hält. Aber jetzt startfrei für unsere Videos und ich spreche weiter und erzähle Ihnen etwas über diesen wundervollen Vogel. Der Eichelhäher, ich sagte schon, gehört zu den Krähenvögeln und seine Weltverbreitung deckt sich in etwa mit den Vorkommen der Eichen auf der Welt. Das Besondere an ihm ist, er ist sehr stark angewiesen, um seine Jungen zu ernähren, auf die sehr nährstoffreichen Eicheln. Wissen Sie, wie nährstoffreich die Eicheln sind? Dreimal so nährstoffreich wie etwa ein kleines Rebhuhn. Das heißt, natürlich räubert er auch mal ein Nest, nimmt er auch mal einen Rebhuhnküken, aber seine Hauptnahrung, die, die er vor allen Dingen jedem Rebhuhn vorzieht, jedem Nest vorzieht, wo Eier drin liegen, das sind die Eicheln. Und die fallen ja von Natur aus im Herbst reichlich an. Und dann stürzt er sich über die Eicheln. Er hat einen Kehlsack, den stopft er sich voll mit bis zu 10 Eicheln. Und dann trägt er sie weit weg in die Landschaft. Wir kommen noch dazu und zeige Ihnen, wie weit er diese Eicheln in der Landschaft verträgt. Und dann versteckt er die Eicheln. Rund 5000 Eicheln im Herbst, wenn er sein Werk beginnt. Also man kann sagen, von der Dämmerung morgens bis zum Abend, bis zum Sonnenuntergang, ist er emsig dabei, gewissermaßen die Arbeit des Waldbesitzers und des Försters zu unterstützen. Das Besondere an dem Eichelhäher ist, dass er die Eicheln so versteckt, dass sie möglichst von anderen Tieren des Waldes nicht gefunden werden. Das heißt, er steckt sie mit seiner Schnabel in den Humus, klopft sie etwa 3 Zentimeter tief ein und dann legt er auch noch ein Blättchen oben drauf, damit nicht andere Vögel sehen, wo die Eichel im Humus versteckt ist. Und auch er schützt sie gleichzeitig damit vor den Mäusen. Denn natürlich im Wald leben ja auch viele Kleinsäugetiere, unter anderem die sogenannten echten Waldmäuse, aber eben auch noch viele andere, die ebenfalls gerne Eicheln essen. Denn ganz viele von diesen wissen natürlich auch, dass die Eicheln eine ganz nährstoffreiche Ernährung sind. Denken Sie nur an die Eichhörnchen, denken Sie nur an den Siebenschläfer und vieles, vieles mehr. Und natürlich auch die Wildschweine. Die lieben die Eicheln. Und selbst Rotwild liebt Eicheln. Aber sie brauchen natürlich riesige Mengen und nehmen dann unter einem Eichenbaum praktisch den gesamten Eichenabfall auf in einer Nacht. Wenn nicht der Eichelhäher wäre. Der Eichelhäher ist natürlich schon früh morgens da und fängt an, viele, viele der Eicheln gewissermaßen in der Landschaft zu verbreiten, wo die anderen Tiere sie dann nicht mehr finden können. Nun hat man bis vor kurzem geglaubt, dass der Eichelhäher ein Drittel der Eicheln nicht wiederfindet. Auch weil wir natürlich als Menschen den Fehler machen, immer wieder von uns auf die Tiere zu schließen. Und das ist ein großer Fehler. Denn die Tiere sind natürlich nicht wie wir. Und wir sind schon gar nicht wie die Tiere. Und wir können uns als Mensch kaum vorstellen, dass wir in einem Herbst 5000 Eicheln irgendwo verstecken, im Wald und auf dem Waldboden, der für alle mehr oder weniger gleich aussieht, und sie dann auch noch wiederfinden sollen im Frühjahr. Das können wir uns beim besten Willen als Mensch nicht vorstellen. Also, wenn der Eichelhäher nur 3000 von den 5000 wiederfindet, dann war der logische Schluss von uns Menschen, der hat die anderen 2000 vergessen und findet sie nicht wieder. Doch jetzt muss ich Ihnen etwas ganz Neues erzählen. Denn die neueste ornithologische Forschung hat einen anderen Zusammenhang entdeckt. Der findet alle 5000 wieder. Unglaublich. Der findet alle 5000 wieder, wenn nicht andere Tiere nicht doch irgendeines Mal gefunden haben in der Zwischenzeit. Ja, und warum versteckt er dann so viele, wenn er nur 3000 davon später frisst? Der frisst sie alle 5000. Sogar die, die keimen. Denn er hat eine Eigenart. In dem und wo im Frühjahr die Eichen keimen am Waldboden und der Keimling schon etwa so hoch ist, dann sucht er die Keimlinge auf, bohrt am Stängel des Keimlings mit dem Schnabel nach unten und beißt die halb gekeimte
Eichel im Boden ab und frisst die Eichel. Und die ist immer noch sehr nahrstoffreich für ihn. Und der Keimling, der dann ohne Eichel im Boden steckt, dem schadet das nicht. Der keimt weiter ohne Eichel. Denn der erste Vorgang, der sogenannte Erstspross mit den Keimlingsblättern, der ist erfolgt. Und ist er mal erfolgt, dann braucht der junge Keimling die Resteichel nicht mehr. Und das ist vor allen Dingen sinnvoll für die jungen Eichelhäher, die dann geschlüpft sind. Die können nämlich am ehesten diese weniger nährstoffreichen, teilweise gekeimten Eicheln gewissermaßen verdauen. Das heißt, die Natur hat natürlich die Sache großartig geregelt im Zuge der Evolution. Und sie hat natürlich den Eichelhäher mit einem visuellen Gedächtnis ausgestattet, das wir Menschen beim besten Willen uns nicht vorstellen können für uns selbst. Und so gibt der Eichelhäher viele, viele Rätsel auf, die wir noch entschlüsseln können. Er ist ein Vogel, wenn wir über einen waldfreundlichen Vogel an sich sprechen, dann ist es am ehesten der Eichelhäher. Und ich zeige Ihnen jetzt einen Eichelhäher im Flug, auch von Sigi Klaus, wie er gerade über dem Wald eine Eichel nach außen trägt. Und dabei ist der Eichelhäher durchaus wählerisch. Er pflegt nämlich seine Eicheln bis zu 1200 Meter weit auszutragen. Bis zu 1200 Metern trägt er rund 95% seiner Eicheln weg. Das heißt weit teilweise auch außerhalb des Eichenwaldes. Aber er bevorzugt natürlich die Lichtökologie des Halbschattens. Das heißt, ganz besonders gerne verträgt er seine Eicheln in den naturfernen Kieferwäldern. Und jetzt klingelt es vielleicht bei Ihnen im Ohr. Ganz Brandenburg steht vor der Herkulesaufgabe, den Kiefernfrost Brandenburgs umzubauen. Schauen Sie, liebe Brandenburger Forstkollegen, lieber Herr Minister Vogel in Brandenburg, Sie haben kostenlose Helfer. Sie brauchen die aberzig Millionen, die Ihnen die Forstverwaltung aufgibt, im Haushalt bereitzustellen, werden Sie kaum geben können, weil Sie das Geld nicht haben, aber auch nicht brauchen. Wenn es Ihnen gelingt, in Brandenburg den Eichelhäher gezielt für dieses Werk einzusetzen. Und ich zeige Ihnen mal ein Foto aus Brandenburg. Hier aus einem südbrandenburgischen Kiefernrevier, einem Privatrevier, der auf die Zaunpfähle, die den Kiefernwald einzäunen, damit die aufkommende Naturverjüngung nicht vom Rehwild aufgefressen wird, einfach Eichelhäher Futterplätze eingerichtet hat. Einfache Kisten, offene Kisten aufgenagelt, natürlich längs des Weges. Und wenn der Waldbesitzer mit seinem Auto vorbeifährt, hält er kurz an und schüttet aus einem Eimer mit Eicheln die Futterkästen voll. Und siehe da, es funktioniert fantastisch. Er kann alle Woche im Grunde genommen diese Kästen neu füllen. Und die Eichelhäre haben sich daran gewöhnt, dass in den Futterkästen die Eicheln und die Bucheckern liegen und vertragen sie in den Kiefernwald, wie hier auf dem Foto zu sehen. Und was dann daraus entsteht, zeige ich Ihnen als nächstes. Auch ein Kiefernrevier in Brandenburg, nämlich nördlich von Berlin, das Revier von Graf Matthias Graf Schwerin, den wir auch schon zu Gast auf unserem Videokanal hatten. Er hat vor 14 Jahren begonnen, seine Kiefernwälder, gerade auch mit Hilfe des Eichelhäers und gerade auch mit Hilfe von solchen Eichelfutterplätzen, kostenlos mit Eiche zu unterbauen. Und schauen Sie mal, wie herrlich das klappt. Das heißt, wir brauchen auch beim Umbau der Wälder nicht Pflanzen, wenn wir die Essentials des naturnahen Waldbaus, der Überführung zum Dauerwald, beachten. Essential Nummer 1, Rehwildabschüsse ver-4- oder ver-5-fachen. Essential Nummer 2, keinerlei Kahlschläge mehr. Essential Nummer 3, sanfte Betriebstechnik, Waldklima schonen, Bodenzustände verbessern, das alles verstehe ich unter sanfter Betriebstechnik. Und Essential Nummer 4 ist, die kostenlosen Helfer des Waldbaus stimulieren,
wie den Eichelhäher. Aber es gibt auch noch viele andere, die wir auch stimulieren können. Dazu gehören dann auch die echten Waldmäuse. Ja, ich möchte an dieser Stelle mit meinem Vortrag über den Eichelhäher enden und habe hoffentlich Sie gewonnen, wie nützlich es ist, gewissermaßen ganzheitlich an die Überführung unseres Waldes heranzugehen. Es muss keine Millionen kosten. Wir gönnen das wenige Geld, das wir haben für den Umbau, in die künstliche Anreicherung stecken. Das heißt, indem wir Baumarten über den Pflanz- oder Saatprozess in den Wald zurückbringen, die die Forstwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte beseitigt hatte. Und dabei helfen uns nicht nur die Eichelhäher und viele Kleinsäugetiere, sondern wir müssen mitunter auch in der Baumschule die richtigen Pflanzen kaufen und die dann locker unterpflanzen in den Wald. Aber in der Regel reichen da 300 bis 500 je Hektar. Mehr müssen es gar nicht sein. Wir müssen sie allerdings dann schützen, denn das Rehwild schlägt überall zu. Ich möchte an der Stelle enden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser heutiges Video hat Ihren Blick auf den Organismus des Dauerwaldes und seine systemischen Vorteile vertieft. Bleiben Sie der Zukunft des Waldes treu.